schicker. Was gefällt Ihnen da besonders? Die Qualitätsanmutung ist ziemlich gut an dem Auto. Leder mag natürlich jeder und dann schade kein Sonnendach, sonst wäre es noch heller hier drin, aber ist schon schön. Ich glaube, es ist auch das große Navi. Es ist ein schönes Auto, so wie es hier steht, aber wäre mir preis-leistungstechnisch zu teuer. Das Fahrzeug ist schon fast nicht mehr für Otto Normalverbraucher, so wie es eigentlich mal gedacht war. Es ist ein schönes Auto. Der Golf ist wirklich das Auto der Deutschen, das ist so ein bisschen auch wie die Deutschen und ich glaube, entsprechend identifizieren sie sich mit dem Auto. Man stört sich an nichts, aber es bleibt auch kein echtes Gefühl der Begeisterung. Ganz ehrlich, der Neue sieht ziemlich so aus wie der Alte. Die tatsächlichen Neuheiten stecken unterm Blech, der Wagen ist deutlich leichter geworden als sein Vorgänger. Und es gibt auch eine ganze Menge mehr an technischen Finessen, die in dem neuen Modell drinstecken. Zoom verkleinern und weiter. Unsere kleine Stimme aus dem Off spielt, glaube ich, jetzt verrückt. Navigation und weiter. Sprachbedienung abbrechen. Sprachbedienung abgebrochen. Wenn man dann eben nicht die für sie erkennbaren Kommandos gibt, dann fragt sie nach. Und manchmal greift sie sich dann eben auch einfach Dinge raus, die sie zu verstehen glaubt. Und fragt danach, also dann muss man sie abwürgen. Dieser Golf ist so ziemlich mit allem beladen, was die Extraliste hergibt. Das lässt sich auch relativ einfach ablesen an den mannigfaltigen Einstellungen, die man im Fahrzeugmenü vornehmen kann. Wenn ich fast schon wie in einem Computerspiel oder in einem Computerprogramm. Es ist tatsächlich so, dass man über diese Knöpfe den Charakter des Autos ziemlich verändern kann. Das ist definitiv nicht mehr Golf, so wie man es kennt, einfach, sondern das ist im Prinzip eigentlich schon fast das Niveau einer Luxuslimousine, nur dass es eben hier in dem Kompaktwagen steckt.